Ja, liebe Jutta-Freunde, was läuft da beim Bauerhaus? Dienstagabend, die Sonne ist untergegangen und ich habe noch 5 Hektar Kartoffelspitzen vor mir. Ich muss da meine Kartoffeln gegen Unkraut spritzen. Ich musste warten, weil ein starker Wind gegangen ist. Und jetzt ist windstill, sofort spritzen. Hier Unkraut. Das Problem ist dieser Raps. Ich habe Bedenken, dass Senkor und Roxy da noch richtig vernichten kann. Das sind Saatkartoffeln und ich fahre mit dem Roxy mit 4 Liter. In Speisekartoffeln benutze ich 5 Liter. Und warum? Weniger Mittel, weil da zum Teil gucken die dann nach vorne, die Saatkartoffeln. Und das gibt dann lästige Aufhellungen im Blätter. Und man sieht die Krankheiten nicht mehr. Die Spitze 300 Liter die Hektare bei 6,5 Stundenkilometer. Mit der Düse 04, 3,1 Bar stelle ich da ein. Mit 6,5 Stundenkilometer geht es recht zügig. Allerdings, wenn ich Videos aus Australien sehe, ist das nur Schneckentempo. Die Spitzen mit 20 Stundenkilometer. Die Spitze da, Roxy EC, Saatkartoffeln 4 Liter und Speisekartoffeln 5 Liter die Hektare. Und das neue Produkt, das ich diesen Frühling bekommen habe, heißt Defi. Soll genau gleiche sein wie Roxy. Praktisch ist Defi 10 Liter Kanister und die Spitze. 2 Hektar kann ich gerade einen Kanister reinschmeißen. Das gleiche ein Senkor. Wird es da nicht? Kann das nicht? Senkor, wo ist das da? Ja, das ist das Flach. Senkor, 1,5 Liter ist 1 Liter. Auch gerade eine ganze Flasche reinschmeißen. Hier mein Reinigungstank. Ich habe da immer 100 Liter Frischwasser dabei zum Spritze reinigen. Oder wenn es nicht ganz reicht, 20 Meter zum Rausfahren, kann ich noch ein bisschen nachfüllen. Schaut mal hier. Meine Furche, ne? Es ist da recht grün, damit es da wirklich auch sauber wird. Ich will da nicht einen Unkrauthaufen haben im Herbst. Ich will dann Kartoffeln roten können, nicht Unkraut. Die letzten Meter, dann habe ich die 5 Hektar gespritzt. Jetzt spüle ich da noch den Tank, lasse da Frischwasser rein. Meine Berechnung hat gestummt. Passt auf den Liter genau. Pause.
Das hast du wieder gut gemacht. So, fertig. 10:30 Uhr.